Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute eine Runde Fallout. In der letzten Folge haben wir den Hub unsicher gemacht, oder sollte ich lieber sagen, eigentlich haben wir den Hub sicher gemacht, weil wir den Decker, der da anscheinend so eine Art Boss zu sein schien, fertig gemacht haben. Und jetzt wollen wir uns aus dem Hub verabschieden und reisen mal in Richtung Nekropolis. Ich hoffe, ihr strahlt es nicht. Hotel. Ein Motel ist hier. Weit und breit. Oh, da sind jede Menge Mutanten. Hallo. Gule. Oh, ach so, alles klar. Ich dachte, die wären so wie Harold und mit denen könnte man reden, aber anscheinend nicht. Dann schieße ich direkt hier auf den nächsten. Sind alles irgendwie Gule. Okay, das sind hier alles. Alles Gule. Ist das jetzt so gedacht, dass ich hier quasi ja, wie soll ich sagen, alle umbringe? Zack. Cool, wurde kritisch getroffen und ist tot. Also richtig gut fühlt sich das nicht an. Naja. Naja. Aber gut, was soll ich machen? Was soll man machen? Also es gibt bei Fallout ja mehrere Arten von Ghoulen. Einmal Feral Ghouls, die im Grunde genommen wie Zombies sind. Ja, wie kann man denn außersehen Dogmeat treffen? Die wie Zombies sind. Und einmal halt Ghule, die noch total fit sind. Zwar wie die Zombies aussehen, aber wie Harold intelligent, empfindungsfähig und ne, also einfach nur scheiße aussehen. Das hier sind wahrscheinlich die Feral Ghouls, die halt ja Menschen angreifen und vermutlich auch fressen. Ich habe keine Ahnung. Hier sind einfach noch mehr Ghule, Ghul-Anführer. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir das natürlich auch machen hier. Ne, die waren ja jetzt nicht besonders stark. So, wie kommen wir? Oh, Dogmeat ist schon drin, alles klar. Hier kann man also reinlaufen. Oh, der macht aber nichts. Kann man auch mit denen reden? Was willst du? Ah, okay, die sind nicht feral, okay. Ja, ich will eigentlich gar nichts Besonderes. Ich will mit euch reden. Wie komme ich denn zu eurem Anführer? Take me to your leader. Ach, da war eine Tür. Macht Sinn irgendwie. Kann ich mit dem auch reden? Hallo, okay. Ja, da muss ich ja doch nicht alle umbringen, das finde ich ganz gut eigentlich. Tu mal die Waffe auch weg. Was machst du hier? Ich suche nach den Überresten der zukünftigen Vergangenheit. Ich bin Forscher. Nach was sieht's denn aus, wo im Gesicht? Boah, ich suche nach das Erste. Was hast du gesagt? Ich suche nach vergessenen Technologien. Oh, da wirst du hier nichts finden. Vielleicht oben beim Tempel oder bei der Wasserstelle. Geh mal los. Handeln. Person handelt nicht mit dir, okay. Aha, Wasserstelle. Also hier sind jede Menge Ghule, die stehen so random da rum. Da gehe ich auch mal davon aus, wenn die keinen Namen haben und nichts, dann werden die auch nicht nichts Besonderes haben. Oben bei der Wasserstelle. Wir gehen mal einfach hier rum. Ob das wohl Feral Ghouls sind hier? Ist das hier? Aha, ein Deckel, eine Kanalisation. Oh shit. Ah, okay. Wollte ich nicht. Nehme ich aber an, wenn es sein muss. Wie bitte? Der lebt noch. Ist ja unangenehm. Die halten schon definitiv mehr aus, ne? Das muss er mal sagen. Zack. Da geht der Erste hin. Kannst auch nicht mal näher laufen. Ah, okay. Da geht der Zweite hin. Tut mir ja schon fast leid, ne? Einfach die so. Im Grunde genommen abzuschlachten. Denn was anderes ist es ja irgendwie nicht. Naja. Bumm. Das knallt gut, die Knarre von ihm, muss man sagen. Aber er hat jetzt irgendwie auf sein Messer oder was gewechselt. Okay. Ja, gut. Wenn man damit umgehen kann, ist ja auch ganz okay. So. Ich werde es kurz machen. Wo ist eigentlich Dogmeat? Habt ihr den aus Versehen erschossen oder was? Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber auch nicht so schön. So, ist blind der arme Kerl jetzt noch. Ach, da hinten ist noch einer.
Ey, komm, ich spare mir die Munition. Gut, bringt nichts. Aber er, guck mal, mit seinem Messerchen, ne? Macht ihr in die Sache. Na gut, ich spare die Munition doch nicht. Zack, dann irgendjemand schießt ja sowieso. So, sind wir fertig jetzt. Okay, 360 Erfahrungspunkte. Naja, vielleicht doch nicht so schlecht. Okay, wir wechseln wieder. Ja, ich glaube, oder Dogmeat steht einfach wieder irgendwo rum. Das kann natürlich auch sein. So, wir gucken mal hier rein. Das ist ein Badezimmer. Das ist auch ein Badezimmer. Brauchen wir nicht reingehen. Hier oben ist nichts. Der Weg nach Westen ist durch Trümmer und Schutt versperrt. Du musst einen anderen Weg finden. Ja, hier haben wir den Eingang in die Kanalisation. Wir gucken nochmal. Aber hier kann man auch, in dieses Gebäude kann man nicht rein. Hier ist nichts. Nichts. Also Kanalisation ist der einzige Weg, der tatsächlich weiterführt. Schauen wir mal. Wo sind wir denn eigentlich? Ah, da. Ah, da ist Dogmeat. Alles klar. Zack. Kanaleinstieg. So. Ein Kanal. Und der führt auch nach Westen. Führt da bestimmt auch dann wieder raus. So, hier unten sind so diese doofen Riesenratten oder Riesen... was auch immer. Da unten schien außerdem, kann man hier irgendwas ist. Was ist das hier? Steine einfach nur. Okay. Hier ist noch so ein Ausgang. Den habe ich gar nicht gesehen vor. Gucken wir uns mal eben an. Achso, ja, okay. Ja, das hält man auch schnell für einfach nur Hintergrundgrafik, ne? Also, gut. Wir gucken mal hier nach den Maulwürfen. Die werden ja wohl... Oh, die kann man aber schlecht treffen. 18, große Maulwurfsratte. Ja, danke. Super. Wer Freunde wie dich hat, ne? Der ist nicht wirklich schwer zu treffen. Wo ist es denn dies? So. Oh. Tot. Achso, Ian läuft schon mal weiter direkt. Munition mehr. So. Nee. Nur auf dem Kopf. Ich hoffe, vielleicht haben die gute sind Maulwürfe. Die haben wahrscheinlich ganz, ganz kleine Augen. Und deswegen kann man die auch nicht treffen. Zack. Ich würde gerne mal wissen, wie Ian quasi entscheidet, was er für eine Waffe benutzt. 83% daneben, ey. Wäre es nicht klug gewesen, die da unten anzugreifen und die zu töten? Ich habe jetzt eigentlich die obere nur angegriffen, weil ich dachte... Oder, ach ne, die ist schon tot, oder? Ja, ist auch keine rote Umrandung mehr zu sehen. Logisch. So. Vorsicht, Taiko, nicht wieder die eigenen Leute umbringen. Dann Dogmeat bequemt sich jetzt auch mal so langsam zu uns. Oh, au, guck mal, 93%, ja. Also vielleicht, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum das plötzlich so einfach ist dann. Ein Level Up, das ist doch schön. So, die werden wohl auch nichts dabei haben, da müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt, ne. Ja, jetzt weiß ich nicht so ganz genau, ein Bonus, bessere Nahkampfangriffe. Nein, das interessiert uns nicht. Einfühlungsvermögen, nein, das ist auch irgendwie... Freund oder Feind. Mit diesem Bonus werden im Kampf grün statt rot hervorgehoben. Oh. Okay, da kann man erkennen, ob jemand tatsächlich im Kampf Freund, und das habe ich ja schon oft bemängelt. Ist aber also wirklich dämlich. Also wirklich dämlich, dass ich hier einen Bonus wählen kann, der das besagt, ob das Freund oder Feind ist. Ich meine, wenn man sich jetzt mal reinversetzt in diese Figur, die ich hier steuere, der wird den Ian oder den Taiko doch wohl erkennen. Der wird doch wissen, wer Freund oder Feind ist. Nur weil die Grafik so ist, dass es halt nur irgendwie 3 oder 4 Gegnermodelle gibt und ich deswegen nicht erkennen kann, wer ist. Das ist ja mal dämlich. Naja, egal. Gebildet. So, du erhältst jedes Mal, wenn du ein neues Level erreichst, 2 Fähigkeitspunkte. Dieser Bonus, ja, okay. Heller Kopf. Pro Level zusätzlich 5% zu deinen gesammelten Erfahrungspunkten. Habe ich schon gewählt. Intuition. Genaue Informationen, naja, mehr Bewegungen.
2 pro Level erhältst du 2 Aktionspunkte gratis, die nur für Bewegung benutzt werden können. Nicht schlecht. Mehr Distanzverletzungen durch deine Ausbildung an Feuerwaffen und anderen Distanzwaffen bist du noch treffsicherer. Bei jedem Level verursachst du mit Distanzangriffen 2 Verletzungspunkte. Ist das einfach Schaden? Oder sind das diese Verletzungen, die Leute haben können? Mehr kritische Treffer, noch mehr kritische Treffer. Das ist natürlich geil. Habe ich ja sowieso schon, ne? Aber noch mehr mysteriöser Fremder. Achso, der kommt ab und zu mal und hilft. Nachtsicht, in der Dunkelheit sehen, Ranger. Weniger, man trifft weniger, Redegewand. Dialog, ja gut, ich habe Reden aber schon so hoch. Scharfschütze, die Fähigkeit, Ziele auf größere Entfernung zu treffen. Pro Level erhältst du 2 Extrapunkte für deine Wahrnehmung, um Distanzänderungen ermitteln zu können. Das Töten auf große Entfernung war noch nie so einfach. Okay, Schatzsucher. Geld findet man ganz viel. Schlangenesser, Immunität gegen Gift, schnelle Reaktion. Deine Reaktionsfähigkeit nimmt um 2 Punkte zu, also bist wahrscheinlich eher dran. Speer. Naja, okay. Taschenkünstler. Brauchst einen Aktionspunkt weniger, um aufs Inventar. Wurfkraft, das ist auch relativ klar. Also was ich gut fand, war die mehr Bewegungen. 2 Bewegungspunkte um gratis haben, finde ich eine sehr schöne Sache. Mehr Distanzverletzungen hört sich natürlich auch erstmal gut an. Mehr kritische Treffer hört sich auch richtig gut an. Ich glaube, ich nehme das. Mehr kritische Treffer. Noch mehr kritische Treffer. 24% Chance. So, wir gehen noch mehr auf kleine Waffen. Auf nochmal 10%. Das reicht uns jetzt erstmal. Hier auf 90. Hier auch auf 90. Und ich glaube, jetzt ist mal an der Zeit, andere Dinge zu starten. Ich weiß, dass es später auch Energiewaffen gibt. Aber Erste Hilfe wäre auch voll interessant. Mit der Fähigkeit Erste Hilfe können mehr Punkte. Wir machen mal Erste Hilfe erstmal. Okay. Zack. So, hat sich ja deswegen schon alleine gelohnt, hier die Viecher wegzumachen. Kann man hier irgendwas machen? An sich sonst aber nicht. Nein. So. Ist hier irgendwas? Nein, auch nur Sackgasse. Das bedeutet, hier geht's noch weiter. Hier kann man hochgehen. Hier ist ein Raum auch, oder so eine Art Raum. Aber man sieht, wir sehen, dass wir nichts sehen. Hier ist sonst nichts, außer ein Weg nach oben. Da liegt ein toter Ghoul. Mhm. Aber wir gehen erstmal hier hoch. Aber so, von meinem Verständnis her, wären wir immer noch in dem ursprünglichen... Moment, wenn wir mich orientieren, ja. Das ist immer noch die ursprüngliche Map. Okay, habe ich nur auch gar nicht wahrgenommen, dass hier so ein Eingang ist. So, das heißt, es gibt nur noch einen Weg weiter. Jetzt liegt hier ein toter Ghoul rum. Hier werden ja wohl nicht irgendwelche Fallen sein, oder? In der Kanalisation. Wer wird denn sowas machen? Nein. So. Und hier geht es doch bestimmt weiter. Und da kommt man in einen neuen Kartenabschnitt, oder was? Das hier macht mir Angst. Wenn Ian Angst hat, ist es ein guter Augenblick zu speichern. Behaupte ich jetzt mal. Oder? Ja, ne? Ist doch so. Warte, nicht schießen. Okay, dann nehmen wir die Waffe weg. Wer bist du? Anführer der Ghouls. Danke, dass du nicht zuerst geschossen hast. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Klar, wer bist du? Ich bin der Anführer eines einfachen Volks, das die Oberfläche wegen der anderen verlassen hat. Hat euch jemand nach unten gezwungen? Die Oberfläche von Necropolis und das Wasser werden von Set und seinen Ghouls kontrolliert. Wir sind viel friedlicher und das widert Set an. Wer ist denn dieser Set? Set ist ein Ghoul wie wir, hat aber in der Welt da oben eine gewisse Macht erlangt. Er ist ein Trampel. Warum lässt er euch hier unten überleben? Er spricht nicht darüber, doch Set hat Angst, nicht genügend Leute zu haben, um Necropolis zu verteidigen, wenn es nötig wird. Deshalb gibt er uns so viel Wasser wie nötig. Wo kommt das ganze Wasser denn her? Bis vor kurzem haben wir Wasser aus der Erde gepumpt, mit einer Pumpe an der Wasserstelle.
Bis vor kurzem, warum hat sich das denn geändert? Ich habe vor kurzem Gerüchte gehört, dass jemand die Kontrolle über die Wasserstelle übernommen hat. Doch aus irgendeinem Grund werden uns unsere Rationen immer noch zugeteilt. Wie komme ich zur Wasserstelle? Die Wasserstelle liegt nördlich. Du musst durch den Abwasserkanal dorthin. Danke. Du willst uns doch nicht den Steuerchip wegnehmen? Nein, das würde ich nie tun. Ich schaue mir nur an, wie das Ganze funktioniert. Warum? Wenn du uns den Steuerchips wegnimmst, werden wir alle sterben. Da unsere Wasserpumpe kaputt ist, brauchen wir ihn zum Überleben. Also, du und dein Volk, ihr kümmert mich überhaupt nicht. Wir benötigen den Steuer. Könnte eure Pumpe vielleicht repariert werden? Das kann schwierig werden. Die Teile, die zur Reparatur benötigt werden, gingen im Abwasserkanal unter der Wasserstelle verloren. Warum ist das so schwierig? Der Abwasserkanal ist voll mit Monstern. Und keiner meiner Leute, die ich ausgeschickt habe, um sie zu holen, ist zurückgekehrt. Bist du bereit, die Teile zu holen, damit die Wasserpumpe repariert werden kann? Ja. Ja. Danke, wenn du die Teile hast, komm wieder hierher. Es ist möglich, dass ich dir weiterhelfen kann. Okay, ich mache mich auf den Weg. Okay, das sind hier random Ghouls wahrscheinlich. Ja. Ein Ghoul, der unter der Erde lebt, ist für mich ein random Ghoul. Ja, okay, alles klar. Nördlich von hier. Hier sind noch mehr Ghouls, das werden auch random Ghouls sein, wenn die schon so in Gruppen beieinander stehen. Hier geht's nach oben. Und da geht's auch nach oben. Und hier sind ganz furchtbare Monster, namentlich Ratten. Hier sind andere Monster. Und hier geht es ganz weit nach Norden und da ist, weiß man nicht, was da ist. Okay, wir gehen mal eben hier unten rein, einfach nur, um das quasi aufgedeckt zu haben. So. Das heißt aber, wenn wir hier rausgehen, kommen wir in einen Kartenteil, den wir noch nicht kennen. Ich gucke aber erstmal, ob ich diese Wasserpumpenteile kriegen kann. Wir wollen ja schon den Leuten hier helfen und wir wollen denen ja auch nicht ihren Steuerchip wegnehmen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, haben die sowohl eine Pumpe als auch eben einen Steuerchip. Wir versuchen an den Ratten einfach vorbeizurennen, ohne... Oh. Die zu aggroen, wollte ich sagen. Kann ich die jetzt... Nee, kann ich nicht. Boah, ich will jetzt eigentlich total ungern meine gute Munition da verballern für die doofen Ratten hier, ey. Das soll ihr mal lieber mit sein, aber gut. Geht nicht anders. Muss ich vielleicht mal oben später mal im Hub Munition nachkaufen. So. Immer auf die Augen. Ist der Kampf damit vielleicht vorbei? Nein, Ian ist voll aggro und geht voll auf die Viecher. Nicht so schön. Was soll man machen? Ian braucht allen Ernstes auch mehrere Schüsse, hätte ich fast gesagt. Mehrere Schläge. Naja. Zack, die Reichweite ist ja schon ganz nett, ne? So, Kampf. Das war's, ne? Können das mal nachladen hier. So, hier. Sind das die Monster wohl, die gemeint waren? Weil hier liegen auch tote Ghule rum. Könnte ja passen, ne? Kopfschuss. Bumm. Für 10. Kommt der nächste. Ian rennt hin. Taiko rennt hin. Wir schießen nochmal auf den Kopf. Und damit ist die auch schon hin. Zack. Ian meint es ernst. Hat Ian vielleicht einfach schlicht und ergreifend auch keine Munition mehr und kann gar nicht anders als ein doofes Messerchen benutzen? Oh, das war ein toller Treffer. Aber ich habe den da für seine Desert Eagle eigentlich genug gegeben. Eigentlich genug. So, ich glaube nicht, dass diese komischen Viecher... So, der Ghoul hat auch nichts dabei. Der Ghoul auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass die Sache hier ist tatsächlich. Ich glaube... ne. Hier ist mal nichts. Wir gehen weiter. Auch hier ist noch ein Weg aus der Kanalisation heraus. Ich bleibe aber erstmal hier unten. Und laufe hier nach, was ich für Norden halte. Zack. So. Hier sind jede Menge Wege nach oben und nach unten.
Jede Menge Wege nach oben und nach unten. Mehr Ratten. Alles Mögliche ist hier. Okay. Dann gehen wir mal weiter und gucken uns das mal an. Hier kann man nichts machen, außer hochgehen. Dann machen wir das mal. Da finden wir sicherlich den Set auch. So, Oberfläche. Oh, hier ist auch schon direkt einer. Ghoul. Hier auch. Alles nur Ghoul. Was haben wir denn hier so? Oh, hier gibt es ja aber jede Menge. Nicht nur den Set, der vielleicht hier irgendwo rum. Was ist er für einer? Frommes Mitglied der Children of the Cathedral. Aha, aha. Also hier gibt es viel zu erkunden. Ich hoffe, ich muss nicht so viele Ghule erschießen. Nicht nur, dass die mir natürlich total leid tun, sondern auch die Tatsache, dass die nichts bringen. Oh, wer ist er denn hier? Larry. Naja, ach, war das nicht? Konnte man den nicht mitnehmen? Ich meine mich zu erinnern, dass man auch einen Mutanten mitnehmen konnte. Na gut, gucken wir mal. Laufen wir einfach hier. So, er war einfach ein namenloser Ghoul. Das sind alles namenlose Ghoul. An dem versuche ich jetzt einfach vorbeizurennen, ohne dass ich die Aggro ziehe. Soweit so gut. Das hat funktioniert. So, gucken wir hier unten als erstes. Hier ist nichts. Hier wäre noch was. Hier stehen auch Ghoul. 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 Nicht so interessant. Hier oben. Ghoul. Also ich hoffe, dass ein eventueller Anführer oder sonst irgendwie spezieller Charakter auch dann nicht einfach nur Ghoul heißt. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. Naja. So, da ist noch einer drin gewesen. Konnte ich gerade reingucken. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinstellen soll. Da. Ghoul. Ja. Wenn das so ist. Dann, nee, wir gehen da nicht oben rum. Wir gehen hier. Ja gut, dann können wir mit dem Larry eigentlich gleich quatschen. In der Hoffnung, dass er uns nicht direkt aus den Latschen haut oder so. Hey. So. Hallo. Wenn du den Boss störst, schlägt er dich. Okay. Aber solange du mich nicht schlägst, ist alles gut. Dann schauen wir hier rein. Oh, bist du der Boss? Terry. Red mal mit dem. Hey, nicht reden. Das stört mich beim Denken. Okay, okay. Ich gehe schon. Also ich würde gerne gehen, wenn meine Kumpanen mich rauslassen würden. So. Guck mal denn hier in dieses Gebäude. Da ist ein Eingang, alles klar. Da müssen wir auch mal rein, mit dem Typen da reden. Hier sind wohl nur Ghule drin. Hier geht's nicht weiter. Hier ist rot, das heißt, hier geht's aus Nekropolis raus. Und hier ist auch sonst nirgendwo eine grüne Stelle oder sowas. Oho. Harry, den Supermutanten. Hallo Harry, der Supermut. Oh. Du nicht sehen aus wie Ghul, warum? Das liegt daran, dass ich heute echt schnieke angezogen bin. Aber ich bin ein Ghoul. Lass mich raten. Vielleicht, weil ich kein Ghoul bin. Ich bin echt schnieke angezogen. Hä? Das war schnieke, hä? was machst du hier? Lu mir sagen, überwachen Ort. Niemanden nicht hereinlassen. Nicht normale meist. Bring normale zu Lu. Hey. Moment. Niemanden nicht hereinlassen. Nicht normale meist. Okay, gehen wir zu Lu. Ja, ist ja auch einfach mal interessant, ne? Was wäre da was, Lu? Oh, das ist sehr gut. Alles klar. Oh, das ist sehr gut. Weißt du, ich hatte Zweifel, als meine Offiziere meinten, sie hätten einen supernormalen gefangen. Es ist so schön, dich zu sehen. Fahr zur Hölle. Was wollt ihr von mir? Na, bevor du zu uns gehörst, natürlich. Was? Ich kann nicht einen supernormalen. Hä? Na, bevor du zu uns gehörst, natürlich. Ich kann doch nicht einen supernormalen haben und ihn nicht zu einem der Auserwählten machen, oder? Nachdem du mir gesagt hast, wo deine Vault ist. Nur unter einer Bedingung. Bedingung? Wie reizend. Komm, amüsiere mich mit deiner Bedingung. Stülp dir einen Sack über den Kopf, dann kann ich deinen Anblick vielleicht ertragen. Zuerst will ich dich was fragen. Aber sicher, liebes Menschlein, ich bin gespannt, was du fragst, okay? Was macht ihr hier? Mein lieber Mensch, das ist der große Schöpfer. Hier schaffen wir die Meisterrosse und sichern die Einheit. Es ist so herrlich, glaub mir. Mhm. Erzähl mir was über die Einheit. Die Einheit ist unser Ziel. Es ist ganz einfach, wirklich. Sicherlich spürst du selbst den stetigen Niedergang der Zivilisation. Ja, ja schon, aber der Supermutant ist die nächste Stufe der menschlichen Entwicklung. Sowohl der Menschheit werden wir alle würdigen verwandeln. Einfach, wirksam, ruhmreich.
Ihr macht also jeden zu einem großen, grünen, hässlichen Mutanten, um die Welt zu retten? Dein Gehirn ist zu unterentwickelt, um das zu verstehen, deshalb reicht uns vorerst ein einfaches Ja. Bald wird jeder verwandelt sein und es wird Frieden herrschen. Okay, und was ist mit freiem Willen? War es deine Wahl, in dieser Welt aus Asche geboren zu werden? Wir, die Supermutanten, sind am besten für die Zukunft gerüstet. Was bedeutet schon eine freie Wahl im Vergleich zum Leben? Inwiefern seid ihr besser gerüstet als normale Menschen? Das ist doch offensichtlich, selbst für den flüchtigsten Beobachter. Wir sind hochintelligent und immun gegen Krankheit. Die Starken überleben, wir verbessern die menschliche Rasse. Warum haben die eigentlich alle hier da irgendwas in dem im Mund da? Naja. Ziemlich hochgestecktes Ziel. Bist du überhaupt entstanden? Ah, die Wunder der Technik. Vor dem Krieg stellt menschliche Forscher ein Mittel namens FEV her. Es sollte den perfekten Menschen schaffen. Du bist also der perfekte Mensch? Besser. Übermenschlich. Auch ich war einst ein Mensch. Ich war wie du eine Schnecke, schlürfend im Schleim, bevor ich Pfeff bekam und meine ruhmreiche Verwandlung geschah. Ihr wollt also alle mit dem Pfeff-Virus infizieren. Genau, jetzt verstehst du. Ja klar, kann ich noch was fragen? Sicherlich, wir haben alle Zeit der Welt, vertrau mir. Für wen arbeitet ihr? Alle arbeiten für den Meister, um die Ehre der Einheit aufrechtzuerhalten. Er war der Erste, weißt du? Warum arbeitet ihr für ihn? Schicksal, man nimmt's, wie es kommt. Ich war der Stärkste meines Trupps, der das Virus bekam, und ich habe immer die Ideale der Einheit und des Meisters unterstützt, denn er hat recht. Und für meine Hingabe wurde ich belohnt. Wer ist denn dieser Meister, oder wie ist denn? Er führte uns zu lebensspendenden Virus und ist der Vater von uns allen. Und nun will er dich treffen. Fühl dich geehrt. Wo ist er? Er ist mit den Children of the Cathedral beschäftigt. Sie halten uns für Götter. Natürlich kann ich ihnen das nicht verübeln. Ihr haltet euch für Götter? Natürlich nicht. Wir sind die Zukunft. Mhm. Bevor diese Zukunft kommt, würde ich gerne noch etwas anderes wissen. Wozu braucht ihr mich? Der Leutnant seufzt. Hast du noch immer nicht begriffen, du bist ein Supernormaler. Bald bist du einer von uns. Ne, habe ich noch nicht begriffen. Warum bin ich ein Supernormaler? Das Pfeff wurde durch Strahlung aus dem Krieg mutiert. Wer im kargen Ödland lebte, wurde dem mutierten Pfeff ausgesetzt und so gegen dessen Wirkung geimpft. Ach so, du brauchst also unverstrahlte Mutanten, um Supermutanten zu schaffen? Oh Mann, du bist heller als ich dachte. Jetzt weißt du, warum wir deine Vault brauchen. Nee, lass mal. Es ist eine sehr große Vault. Wie wär's vorher mit ein paar Fragen? Zu dumm, nur dass ihr sie nie finden werdet. Oh, jetzt ist er sauer. Das werden wir sehen, oder? Wollte ich jetzt einfach weglaufen? Wer bist du? Du siehst ein Mitglied der Chillen. Du wurdest getroffen. Hä? Geht's jetzt besser? Da Folter eine so brutale, doch seltsam befriedigende und wirksame Technik ist, fragte ich dich jetzt ganz nett. Wo ist dein Vault? Ich verrat's nicht. Ich habe gehofft, du würdest das sagen. Können wir jetzt mal irgendwie kämpfen? Oder kann der mich einfach weiterhin schlagen, wenn ich jetzt weggehe? Da träumst du von. Ja, Moment. Wir machen jetzt mal was anderes. So, was haben wir denn hier alles? Hier haben wir jede Menge Roboter. Da haben wir... Kann ich nicht einfach sagen, ich laufe jetzt hier irgendwie weg? Kampf ist vorbei. Ich laufe einfach weiter. Und ich habe da noch, vielleicht hilft das ja, im Inventar, nämlich diese Robe. Wenn ich die jetzt einfach anziehe und sage, hallo, der ist gerade daher lang gelaufen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, glaube ich. So. Okay. So. Dann nehmen wir auch die Waffe weg, damit das alles realistisch aussieht. Können wir vielleicht hier auch direkt rausgehen? Aufzug außer Betrieb. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen in der Sackgasse gelandet. Die beiden, die drei hier, die gehören nicht dahin zu mir. Sorry. Okay, ich glaube, er fällt nicht drauf rein. Oder? Doch. Der folgt mir jetzt gar nicht mehr. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich rede mit dem da. Ich spreche nicht mit heidnischen Seelen wie dir. Oh. Okay, der hat mal eben gerade eine Rakete abgeschossen. Aber nicht getroffen. Okay. Ah, das sind ganz viele von den Kollegen. Das ist irgendwie schlecht. Aber die in die Augen zu treffen, kann man trotzdem ganz gut. So, 32 in die Augen getroffen. Kritisch. So sieht's nämlich aus, Freunde der Nacht. Ich glaube, das werden wir insgesamt nicht überlegen. Aber mal gucken, wie weit wir kommen.
Er hat auch so eine komische Gatling-Gun. Das dürfte auch nicht so richtig gut sein. Jawohl, er ist zu Boden gegangen. Wie geil ist das denn? Ja, okay. Boah, 65 Trefferpunkte. Okay, einmal falsch reagiert im... im Dialog und schon ist die Sache zu Ende. Also gut, wir dürfen irgendwie da mit denen gar nicht reden. Dann... Aber was gab es denn hier noch? Gut, wir können ja hinten wieder in die Kanalisation quasi wieder rein. Mit den Ghoulen. Also da kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwas Sinnvolles ist. Wir können mit dem da reden. Und das ist ja auch... Ich glaube, ich versuch's nochmal, indem ich hier diese Robe anziehe. Vielleicht, wenn man direkt den... Lass mal suchen mal. Vielleicht, wenn man direkt quasi das Gespräch, das Anfangsgespräch schon in der Robe, mit der Robe sucht. Was ist denn mit dem hier zum Beispiel? Wir heilen dein Fleisch, um deine Seele zu retten. Kann ich dir helfen? Ja, hilf mir. Du bist verletzt. Wir brauchen eine Spende von 75 Dollar. Nehmt ihr auch 56 Dollar? Die Schildung. Ja, natürlich. Moment, das war eigentlich relativ dumm, aber egal. Der hat mich schon mal nicht für einen der Seinen gehalten. Nee, wer seid ihr? Danke, möchte ich nicht. So, was ist, wenn ich jetzt trotzdem... Ach, stehen sie wieder im Weg hier, ey. So, machen Illusion komplett, indem wir einfach mal... Ja, guck mal, Stimpack passt ja dann sogar rein thematisch. Sollen wir nochmal das versuchen? Wir können es ja dann jederzeit schnell abbrechen und sagen, ich lade jetzt neu. Hi. Du nicht sehen aus wie, aber ich bin ein Ghoul. Okay, dann kannst du weitergehen. Na gut, das hat jetzt mit der Robe überhaupt nichts zu tun gehabt, aber okay, ist okay. So, hier sind ganz viele noch. Sally, Gary und Barry. Du hast mich geweckt, das wirst du mir büßen. Halt's Maul. Warum nimmt mich hier keiner ernst? Okay. Ja, hier ist viel nix, ne? Im Grunde genommen. Oh, hier ist ein... Ein Gefangenen-Ghoul. Moment. Vielleicht gucken wir erstmal hier, ob wir einen Schlüssel finden, damit wir das nicht aufknacken müssen. Wobei wir ja gut, ganz gut aufknacken können. Also von daher. Okay. Also gut, ich glaube auch mal ganz nebenbei mit der Robe, das hat sich vielleicht erledigt. Vielleicht interessiert es die Mutanten einfach dann doch irgendwie nicht. So. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus von der Mechanik her irgendwie, ich meine, die Robe wird es ja nicht umsonst geben zum Einsammeln. Und wir haben ja auch den Hund bekommen, dadurch, dass wir die Lederjacke angezogen haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die mal irgendwann nochmal lustig wird. Ich kann mich, wie gesagt, nicht erinnern. So, die schließt die Tür auf. Was kann ich für dich tun? Achso, das war Ian. Nichts, vergiss es einfach. Ich wollte die Tür aufschließen, aber das ist ja nicht so einfach, wenn man davor steht. So, jetzt aber. Zack. Reden wir mit dem. Danke, dass du mich herausgelassen hast. Woher kommt das Wasser? Sie pumpen es von den unteren Brunnen hoch. In der Zelle nebenan ist ein Einstiegsloch, durch das man in die alte Vault gelangt. Von dort stammt das Wasser. Wenn sie da unten nicht wären, wären wir hier besser dran. Was meinst du damit? Manchmal ist es schwierig, dafür zu sorgen, dass die alte Technologie richtig arbeitet. Sobald wir runtergehen, schlagen die verstrahlten Ghouls zu. Wir Ghouls lassen sie einfach in Ruhe und die großen Mutanten kümmern sich einen feuchten Kehricht drum. Okay, viel Glück, auf Wiedersehen. Dann gehen wir doch mal da rein. Ja, Einstiegsloch, da ist es. Zack. Okay, es geht noch weiter. Also hier, da sind wir gerade hochgekommen. Und hier geht es noch weiter runter. Gehen wir noch weiter runter. Ja, okay. Das sind glühende Ghouls. Ich gehe und da geht's in die Vault. Alles klar. Ich gehe davon aus, dass glühende Ghouls irgendwie uncool sind. Sollen wir versuchen, mit denen zu reden erstmal? Ich ziehe schon mal die Waffe, ne? Sollen wir versuchen, mit denen zu reden? Klack, klack. Hi, du hast nicht die Erlaubnis, hier zu sein. Okay, die reden tatsächlich. Aber halt nicht so schön. Nicht so schöne Sachen, sagen die. Gut, ist mir aber egal. Das kann ins Auge gehen, sage ich dir. Zack. 54 Trefferpunkte und ist tot. Und er kommt mit seinem Messerchen um die Ecke. Ja, na klar. Danke. Du bist der Beste. Der Allerbeste. Ich würde gerne hier aus dem Weg gehen, einfach, damit ich nicht von den eigenen Leuten da erschossen werde. So weit ist es gekommen.
Ian mit seinem dummen Messerchen. Und so. Oh, der hält aber aus. So, jetzt aber. Jawohl. Verstrahlter Ghoul, du darfst hier nicht sein. Okay. Wollen wir mal gucken. Hier geht's nicht weiter. Hier ist auch nichts, alles klar. Hier ist die alte Vault. Oh, diese Vault, die sieht total geplündert aus. Du denkst dir, dass vermutlich nichts Interessantes übrig geblieben ist. Ja, das. Jetzt habe ich keine Seile mehr, ne? Wahrscheinlich. Doch, eins hatte ich, glaube ich, noch. Müssen wir mal ganz genau gucken. Meist oft ist ja so, wenn man irgendwas braucht, dann ist es auch hier zu finden. Schauen wir mal, ob irgendwo ein Wandschrank ist oder sowas, wo eventuell noch ein Seil drin ist. Ich meine zwar, ich hätte noch eins im Inventar, aber ich kann mich auch irren. Ah, vielleicht geht es ja auch so. So. Die geht schon mal auf. Du siehst einen Aufzug, nichts Ungewöhnliches. Ich will ja auch nichts Gewöhnliches oder Ungewöhnliches sehen, sondern den Aufzug benutzen. Das ist nicht möglich. Kann man jetzt, wenn ich jetzt hier sage, habe ich noch ein Seil? Ja. Ich meine, da ist ja... Ach so, man muss einfach reingehen, ja, auf dieser... auf die Art. So, in eins sind wir wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, jetzt ist Ian drin, echt jetzt. Man nerven nämlich auch einfach die Leute, die ich so mitnehme. Aber was soll ich sagen? Es hat doch schon irgendwie sinnvoll. Oh, mehr Leuchtegule. Ich nehme an, die haben jetzt auch, sind auch nicht netter. Also schießen wir den gleich in die Augen. Ne? Zack, hi. 26 ist blind und hat eine beschädigte Rüstung. So, und jetzt gucken wir uns erstmal um und gucken, was hier so ist. Antwort lautet, nüschte. Schön ist aber, dass es so schön hell ist bei denen. Also, ne, wenn die in der Nähe sind, so muss man sagen. Na, guck mal, er geht gleich weg. Also, er läuft weg, so. Ob der Ian aus einem bestimmten Grund wohl nicht mit einer Schusswaffe kämpft und dieser bestimmte Grund vielleicht heißt, er hat keine Munition mehr oder so. Man weiß es nicht. Zack. Aber na gut, wenn er 27 Punkte mit einem doofen Messer macht, dann da fällt mir gerade mal so ein, habe ich nicht vielleicht sogar noch ein Messerchen, was ich ihm geben kann, was noch besser ist als das, was er gerade benutzt. Wobei ich ja auch nie so genau weiß, was er in Wirklichkeit benutzt. Wir sind alles tutti. Und gucken mal einmal ins Inventar, was wir noch so an Nahkampfwaffen. Ich hatte ja mal eigentlich ganz nette Messer. Ja, das ist aber ein ganz normales. Ja, hab ich anscheinend weggehandelt. Bedauerlich. Aber gut, so schlecht hantiert er ja nicht damit. So, wir fangen hier ganz rechts an. Und gucken uns jede einzelne dieser Räume mal an. Klo, alles klar. Nächster. Es wäre schon schön, wenn einsammelbare Gegenstände noch so ein bisschen mehr hervorgehoben wären oder wenn man ja interagierbare Gegenstände hervorheben könnte, wie man es heute bei jedem modernen Spiel auch machen kann. Damals war das noch nicht so gang und gäbe. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, oldschool waren die Spiele schwerer, aber wenn ich gegen das User-Interface letztendlich eher kämpfe, also ich gehe davon aus, dass wenn da jetzt, ich sag mal, ein toller Gatling-Gun liegen würde, dann würde meine Figur die schon sehen, die Gatling-Gun, auch wenn ich sie vielleicht aufgrund der pixeligen Grafik nicht erkenne. Das meine ich immer mit, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, eher gegen das User-Interface zu kämpfen, als gegen das Spiel. Ich meine, das ist ja ein Rollenspiel und kein Wimmelbild, ne? So muss man es vielleicht auch mal umschreiben. Aber gut, so war das halt 1997 vielmehr. 1997, meine Freundin bräunt sich, glaube ich, an der Südsee oder so. Weiß gar nicht mehr. So lange ist das schon her. Und jetzt kommt euch wirklich alt vor. Zumindest diejenigen von euch, die das Lied kennen. So. Wir sagen sofort Hallo. In die Augen für 33. Ist blind und hat eine beschädigte Rüstung. Kann man mitleben. Also, er jetzt schlecht, aber ich ganz gut. So. Auf den nächsten direkt. Bumm. Aber sterben tun sie alle nicht, ne? Blind, ja. Sterben, nein. Gehen wir ein bisschen zur Seite. Die halten auch schon ziemlich gut aus, ne? Ich meine, die machen zum Glück wenig Schaden und sind saubelmäßig langsam. Aber aushalten tun sie. Muss man denen lassen. Auf den nächsten. Blind. Sehr gut. Wobei ich mich frage, woher die wissen, wo sie hinlaufen sollen, wenn sie blind sind. Aber gut.
Zack. Dogmeat. 18. Also manchmal haben sie so Aussetzer, ne? Also Aussetzer im positiven Sinne. Mit 18 Punkten Schaden ist schon ganz gut. So, das hat sogar 400 Erfahrungspunkte gebracht. Aber auch die haben nichts dabei. Okay. So, ich glaube, dann haben wir das hier geklärt quasi. War relativ sinnfrei, muss man auch leider dazu sagen. Aber wir gehen einfach weiter. In Level 3. So, hier sind Ghule, Ghule. Das sieht genauso aus tatsächlich wie... Oh, da liegt einer. Ein Händler, ein Toter. Das sieht tatsächlich genauso aus. Oho, hier ist noch ein intakter... Ein funktionsfähiger Steuercomputer zur Wasseraufbereitung. Okay, da kann ich einen Steuerchip wahrscheinlich kriegen. Mhm. Wofür die allerdings ja auch... eigentlich habe ich gar nicht so unbedingt Lust, jeden einzelnen Ghoul hier umzubringen. Wenn ich nicht muss, dann mache ich das vielleicht auch einfach mal gar nicht. So, dann hier. Nichts. Hier haben die einfach die Map quasi des Walls wiederverwendet. Ich meine, gut, kann man ja machen. Ist ja auch sogar realistisch, dass sie irgendwie gleich aufgebaut sind. Wobei, in späteren Fallout-Teilen ist das definitiv nicht mehr so. Ich überlege gerade, ob ich hier rein muss. Ich glaube eher nicht. Aber die Kollegen, die machen wir fertig. Sogar von hier kann ich 95%. Verdammtes Blut in den Augen. Dabei habe ich nur für 7 getroffen, noch nicht mal kritisch. Oh, Dogmeat meint es direkt mal ernst. Du warst einmal. Vor langer, langer Zeit. In einer weit entfernten Galaxis. Dogmeat wurde ohne Schaden. Ein Trefferpunkt, das geht alles. Der hier muss weg. Damit wir da durchgehen können. 28, schon besser. 15. So. Ian kann rein. Mit seinem Messer hin. Oh, die meinst aber ernst. Irgendwas haben die gegen mich. Oder gegen Dogmeat. Wahrscheinlich eher gegen Dogmeat. Zack. 57. Jo. Zack. Hat er sich hingelegt. Ja. Läuft. 295. Ich würde gerne wissen, warum die da oben so viel mehr gegeben haben. Waren die jetzt irgendwie härter oder so? Die haben auch nichts hin, da durchsuchen wir gleich. Wir gucken aber auch hier oben mal einmal rein. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ne? Ich könnte jetzt den Steuerchip wegnehmen. Und aber die Teile der Wasserpumpe finden, ne? Das wäre dann aber auch eine Mission, die wir auf jeden Fall machen müssen. Wir wollen ja die armen, vernünftigen Ghouls hier nicht ohne Wasser. Toll, der hat gar nichts. Nicht ohne Wasser lassen, ne? Kann man jetzt, wollen wir nicht machen. Das kenne ich sehr gut. So. So geht es mir. So. Okay. Du erhältst 2500 Erfahrungspunkte für das Auffinden des Steuerchips. Also es wurde jetzt auch nicht mehr irgendwie eine moralische Frage gestellt, ob wir den haben wollen oder nicht. Nein, wir nehmen den einfach. Bumm. Ist auch voll realistisch, dass hier nichts mehr läuft. Nur noch dieser eine Computer mit dem Steuerchip. Naja, gut. Egal. Also die nächste Aufgabe ist klar. Wasserpumpe. Also ich sehe jetzt keinen Grund hier. Ich sehe auch nichts, was man irgendwie noch öffnen könnte irgendwie. Ich meine, in dem anderen Vault wäre aber hier noch so ein Wandschrank gewesen, den man öffnen konnte. Aber hier sehe ich nichts, was irgendwie auch nur so aussieht. Nö. Also von daher, jetzt einfach nur die Ghouls abzuschlachten, weil ich es kann, weiß ich nicht. Klar, gibt alles Erfahrungspunkte, logisch, aber eigentlich haben die mir nichts getan. Ne? Im Gegenzug, man kann eigentlich sagen, ich habe denen was getan. Naja. So, wir fahren wieder nach oben. Und dann suchen wir den Eingang zu der Wasserpumpe. Und ich glaube, die Mutanten-Story, die ignorieren wir jetzt erstmal noch. Weil ich glaube, die sind mir über. Mit Raketenwerfern und Gatling-Guns kann ich mit meinem komischen zusammengeklemmten Gewehr hier jetzt erstmal... Ist nicht so ganz meine Liga, muss ich zugeben. Wobei ich jetzt auch gar keinen Schimmer habe, wo ich die überhaupt finden würde. So, da ist ein Weg da rein. Da auch. Aha. Und irgendwo müssen ja dann die Teile der Wasserpumpe sein. So wurde es quasi versprochen. Hier.
Ne, weiß ich nicht, Schrott. Aber es ist gehighlightet. Man kann da interagieren mit. Okay. Also links von uns irgendwo müssen wir jetzt mal hier vielleicht beim Larry. Beim Larry. So, ich hoffe, die lassen uns weiterhin in Ruhe. Ich glaube, das ist der Ghoul, den wir gerade befreit haben. Hier war ja auch, hier war auch sonst ja tatsächlich gar nichts mehr, ne? Eigentlich, wenn ich es mir recht überlege. So. Zack, wieder ab in die Kanalisation. Schwupps. So, hier haben wir eine Ratte. Könnt ihr das bitte regeln? Ich möchte nicht Munition verschwenden. Ich mache einfach gar nichts. Ihr macht das schon. Aber hier die fetten Ratten, die müssen wir leider wohl... Da müssen wir leider was machen, glaube ich. Ich gehe einfach weiter. So. Dogmeat. Ian regelt mit... Ja. Oh Gott. Ihr seid so Trottel, ey. Eieieiei. Dass die, diese Maulwurfsratten oder wie sie noch gleich heißen, so schwer zu treffen sind. Die Augen von denen, weil die sind Maulwürfe, haben kleine Augen, habe ich letztes Mal schon festgestellt, glaube ich. Ja. Jawohl, du musst es Ian richtig hart und rau geben. 25 Schaden schon mal gemacht auf Ian. Taiko, du kannst schon stolz auf dich sein. Jetzt wird Ian gleich von der Maulwurfsratte aus den Latschen gehauen. Ja, zum Glück geht die auf mich. So, schön Kopf um. Jetzt muss ich schon nach vorne laufen, weil ich jetzt Ian fast nicht allein. Das ist wieder so ein epischer Kampf. Ian und Ratten, ne? Ist eine Story. Taiko ist aber auch super, ne? Er verballert da die Munition der Desert Eagle. Also wenn Ian sterben sollte, dann wäre es halt so, ne? Irgendwann muss man auch sagen. Das reicht. Ja, super, was du das machst, Taiko. Du bist richtig gut dabei. Das ist hier nur diese, nur fürs Protokoll, ne? So, Ian läuft weg. Diese Ratte versucht er gerade zu killen. Hat schon 3 Schüsse gebraucht. Und hat aber dann schon 2-mal Ian getroffen. So, Ian rennt weg. Taiko trifft immer noch nicht. Verlässt aber die Position auch nicht, ne? Der ist ja ganz eisern. So, Dogmeat wurde kritisch getroffen und ist zu Boden gegangen. Ich habe mich geirrt. Nicht die Mutanten sind das große Problem hier in dem Laden. Ja, genau. Auch daneben. Ja, hier Taiko macht eifrig weiter. Verballert hier die Munition. An dieser Ratte, ne? Die lebt immer noch. Übrigens, nur mal so. So, Ian lässt sich mittlerweile von Ratten mal wieder jagen. Da hat er ein bisschen Erfahrung mit. Aber keine gute. So, jetzt nochmal. 91%. So. Jetzt haben wir es. Taiko. Taiko, jawohl. Mann, du. Profi. Er hat die Ratte schon erledigt. Muss man ihm lassen. Macht ihm so schnell keiner was vor. So, Dogmeat regelt das jetzt hier. So. Achso, das müssen jetzt die Pumpenteile sein. Sonst habe ich keine Ahnung, wo sie sind. Du kannst dieses Objekt nicht aufheben. Haha, jetzt wird es auch noch spannend, ey. Was können wir denn weggeben? Hier irgendwie so eine Rüstung oder sowas, die wir vielleicht noch übrig haben. Ja, zum Beispiel hier so Lederrüstung, ne? Die geben wir jetzt, ja, weiß ich auch nicht. Geben wir jetzt. Wir reden mal mit Ian. Der kann auch, glaube ich, so ein paar Stimpaks wieder mal gebrauchen. Der hat eigentlich auch eine Munition für seine Knarre, ne? Der hat auch so eine Knarre noch, hat dafür auch Munition. Der hat alle möglichen Arten von Munition. Also das sollte eigentlich da kein Problem sein, aber er hat keinen Bock. Er hat auch so ein Ding hier. Hat er einfach keinen Bock, die zu benutzen. Naja. So, wir nehmen aber hier so eine Rüstung, aber nur eine. Kann ich die irgendwas abnehmen? Was nicht viel wiegt, aber ne, nicht wirklich. Bieten. Ja. Reden. Jetzt Spannung, die Spannung steigt. Haben wir hier die Pumpenteile. Ich kann das immer noch nicht anheben. Willst du mich veräppeln, ey? Was ist denn, was wiegen die denn eigentlich, die Leuchtraketen? Wofür ich auch noch keinen richtigen... kann ich auch Teile nur ablegen? Zum Beispiel, ich sag mal, 5. So. Und jetzt... Dinge sind geschehen. Es wird natürlich nicht angezeigt, was es ist, was ich da gerade gefunden habe. Ne? Nein, ich muss jetzt wieder ins Inventar gehen. Ganz nach unten fahren. Und sehe... Schrott. Haufen aus Schrottteilen von allen etwas 12 Pfund Gewicht. Mhm. Vielleicht kann man daraus ja eine Pumpe basteln. Wer weiß.
So, jetzt die Ratte ist tot, ja. Also das hat Taiko ganz alleine richtig gut hinbekommen, muss ich sagen. Auf jeden Fall eine gute Sache. Jetzt, ich würde ja sagen, ich renne einfach weiter und lasse die anderen die Ratte killen. Aber was soll ich sagen, wir haben da nicht so die besten Erfahrungen gemacht, aber ich kümmere mich schon mal eher um die hier. Zack. So. Ihr sagt das. Ja, ey, Taiko hat Dogmeat getroffen. Wie kann man denn den Hund treffen? Ian läuft wieder weg. Weil Ian keine Stimpacks, die wollte ich ihm ja auch geben, ne? Das hatte ich eigentlich auch gesagt. Alter Taiko, ich glaube, ich muss dich loswerden, glaube ich. Du bist, glaube ich, ein Wolf im Schafspelz oder was? Hier. Nee. Och. Das werde ich, das habe ich schon damals 1997 nicht verstanden, wenn ich hier Partymitglieder quasi bekomme. Und bereitwillig mein Zeug mit denen teile, im Grunde genommen. Warum teilen die das nicht zurück? Also, dass das Fremde, ne, ist klar, ne? Aber hier einfach zu sagen, ein gutes Geschäft, ja, das sind ganz knallharte Knochen, die trauen niemandem, auch mir nicht, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen zusammen unterwegs. Und ich kann nicht sagen, ey, kannst du mir so ein Stimpack mal eben wiedergeben? Ne? Machen wir nicht. So, Ian, heil dich. Oder was? Da sind hier noch mehr Ratten. Oh je, ich habe ein bisschen Angst, dass Taiko uns erschießt, wenn wir gegen die Ratten kämpfen. Nein, wir laufen direkt... Ne, warte mal, da müssen wir doch nochmal eben gucken, ob hier was zum Looten ist. Oh nein, sie geht an mich ran. Ich habe Angst, Taiko. Halt dich zurück. Dogmeat, Achtung, Taiko ist hinter dir. So, Ian rennt immer noch weg. Der hat keinen Bock, sich zu heilen mit Stimpacks oder so. Oh, das war clever, was ich jetzt gemacht habe. Taiko kommt mir gefährlich nahe. Ich weiß nicht, was das soll. Ah, Dogmeat regelt. Ian ist weg. So, liegt hier noch was? Nein. Boah, ich hoffe, ich muss nicht von diesen... Weiß noch ganz viele ran. Von diesen Schrottteilen mehrere mitnehmen. Ne? Kriege ich ja gar nicht geregelt, was die, was das Gewicht angeht. Wobei, vielleicht kann ich die auch meinen Kollegen geben. Und, die sind vielleicht nichts wert, quasi. So, Taiko, jetzt geht's dir in den Rücken. Nein, machen wir nicht. So. So, hier wird aber nichts mehr sein. Die hatten ja auch gesagt, meine ich, oder? Die Ghule, dass diese Teile da bei diesen Riesenratten sind oder was, oder? Habe ich mich da vertan? Weiß ich nicht mehr. So, hier waren wir auf jeden Fall schon. Wir gehen im Grunde genommen zurück. Was mich jetzt aber irgendwie irritiert, ist, dass dieser Set, der angekündigte, dass ich den nicht gefunden habe. Einerseits. Vielleicht habe ich auch noch Sachen nicht erkundet. Also untenrum nicht erkundet. Das klang jetzt irgendwie falsch. Ich meine, in der Kanalisation. In der Kanalisation nicht erkundet. Oder, keine Ahnung. Auch diesen Eingang zu dem, wo wir gerade waren, bei den Mutanten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber jetzt waren wir hier, waren wir jetzt. Hier unten ging es ja auch nur hier raus. Und oben ging es doch in der anderen Karte auch nicht weiter, oder? So, das hier macht mir Angst. Ja, das liegt daran, dass Taiko bei uns ist, Ian. Mir geht's ähnlich wie dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Noch etwas beunruhigt. So. Da oben waren wir. Da war nichts. Was war hier nochmal gleich? Wir gehen mal eben kurz hier hoch. Mal eben schauen. Oh, da haben wir ein Set gefunden, nehme ich mal an. Oh, 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 oh. Ho, ho, ho. Moment, bevor wir... Ja, Set, Anführer von Necropolis. Wo bin ich denn rumgelaufen die ganze Zeit? War ich hier auf der Karte? War ich noch gar nicht, ne? Ne, gut, pass auf. Das, da machen wir gleich weiter. Ich gebe erstmal die Schrottteile ab, damit ich... Die haben ja Gewehre dabei, die, wenn es zum Schlimmsten kommt... müssen wir auch Kapazitäten haben, um zu looten. Ne? Nur mal so. Deswegen geben wir ihm jetzt die Schrottteile. Was ist das hier oben? Erste-Hilfe-Koffer. Mm, okay. So, wie ich sehe, du hast, was du hier gesucht hast. Dir ist klar, dass wir sterben werden, wenn du uns den Steuerchip nimmst. Ja, aber ich bin dabei, die Wasserpumpe zu reparieren. Wo sagtest du, kann ich die Teile finden?
Wie ich schon gesagt habe, sind sie im Abwasserkanal unter der Wasserstelle zu finden. Geh erst in Richtung Osten, dann nach Norden. Die Wasserstelle ist der Richtung, die in der Richtung. Ja, wo ist die Pumpe? Wo ist die Pumpe, Leute? Ich nehme euren Ersthilfekoffer auch noch mit, ne? Wenn ihr verdurstet, braucht ihr ja keine Medizin mehr. Also ich glaube ja, ich habe die Schrottteile werden ja dafür sein. Das haben wir ja bis jetzt noch nirgendwo. Gehe erst nach Osten, dann nach Norden. Also Osten hier, Norden da, da. Oder was ist damit gemeint gewesen? Unter der Wasserstelle. Ja, wo ist denn die Wasserstelle? Ich habe aber auch in der anderen Karte, wo die Mutanten waren, war ja nichts, was irgendwie wie eine Pumpe aussah. Also es muss also wenn dann hier sein. So, jetzt habe ich ein bisschen Schiss in der Buchse, mit den Leuten zu reden. Ist hier irgendwas, was wie eine Wasserstelle aussieht? Random Ghule. Noch ein geschlossenes Haus. Hier irgendwas. Hier ist auch nichts, was wie eine Wasserstelle aussieht. Oder war in der ersten Karte eine defekte Wasserpumpe oder so? Ey, komm, egal. Ich rede jetzt hier mit dem Kollegen. Speichern mal wieder. Um da nichts umsonst gemacht zu haben. So. Servus. Hallo? Achso, man geht, man kann hier runtergehen. Aber da ist doch ein Durchgang, oder nicht? Hä? Was ist das hier? Irgendwas ist seltsam an diesem Teil der Wand. Du registrierst eine Falle an dieser Tür. Aber ich müsste, wenn ich da durch wollte. Ach, was ist das hier? Eine massive Wand. Bumm, Falle ausgelöst. Aber jetzt kann man durchgehen. Hallo, Ghoul. Hallo, Ghoul. So, war vielleicht ganz gut, das nicht direkt bei in seiner Bude zu machen. Hallo, du. Hast den Steuerchip verhökert, Du hast eingetauscht den für dein Steuerchip Leben. verhökert, eingetauscht für dein Leben. Wir beide brauchen Steuerchips. Offensichtlich gibt es aber nur einen. Gibt es noch einen Weg, in dem wir vielleicht nicht gedacht haben? Reicht eine Entschuldigung? Ein Ein Weg, Weg vielleicht. Es gibt eine zweite Pumpe, es aber gibt sie eine geht nicht. Wir zweite können sie Pumpe, nicht zum Laufen aber bringen. sie geht Vielleicht sollte ich nicht. mir diese Pumpe mal ansehen. Garrett führt dich. Schalt die Schalte Pumpe Pumpe an, an, behalt den behalt Chip. den Chip. Ja, ist doch eine super Geschichte. Garrett? Ach, das hier war die Pumpe. Okay. Verstehe. Die Wasserpumpe funktioniert. Sorry, Leute, ich habe alles, also wirklich alles versucht. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen mal ins Inventar und nehmen mal die Schrottteile. Aber ich glaube, es gibt auch den Skill reparieren, ne? Jetzt passieren Dinge. So! Nachdem du die fehlenden Teile erfolgreich eingebaut hast, erwacht die riesige Pumpe langsam zum Leben. Du hast ein neues Level erreicht. Ja, Garrett, bist du das? So, gute Arbeit. Ja, danke, ich weiß. So, darf ich auch wieder raus hier? Ja. So. Was mich jetzt irgendwie maßlos irritiert, ist, dass es aber an Land gar keinen Weg gibt. Ich renne mal hier runter. Gar keinen Weg gibt, dahin zurückzukehren. Nee, ach so, der Weg nach Süden ist durch Trümmer und Schutt versperrt. Okay. Ja, guck mal. Wasserchip geholt. Check. Wasserpumpe repariert. Check. Wie ein strahlender Held, würde ich mal sagen. Aber da gibt es halt noch die eine Sache, und ich glaube, das war eigentlich die Hauptstory des Spiels, ne? Diese Geschichte, dass dieser Meister da die Leute alle in Mutanten verwandeln will. Das war doch, glaube ich, das, worum es letztendlich ging, ne? So, wir gehen mal eben hier unten und sagen Bescheid, dass alles wieder gut ist. Und dann gehen wir hoch und sagen Bescheid, dass alles wieder gut ist. Und dann gucken wir mal, was die noch sonst so zu sagen haben. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was über die Mutanten raus. So, danke, dass du die Wasserpumpe repariert hast und hoffentlich geht es deinen Leuten gut, wenn du mit deinem Fund zurückkehrst. Danke für deine Hilfe, auf Wiedersehen, alles klar. So, dann reden wir jetzt nochmal mit Z und dann schauen wir mal, was wir da so für Erkenntnisse haben. Und dann wäre der nächste Schritt ja an sich sowieso dann klar, nämlich mit dem Meister ist ja alles schön und gut, aber auf jeden Fall auch mal zurück zum Vault. Und so, kann man hier was klauen?
immer die wirklich wichtigen Fragen angehen und denen den Steuerchip bringen. Und vielleicht auf dem Weg zu... Oh, ja, danke. Nehmen wir. Und vielleicht auf dem Weg zurück einfach mal die komischen, diese Gang da, die Raiders, Khans, oder wie sie hießen, kaputt kloppen. Unpassender Zeitpunkt. Der Abend kann deinen Anblick ertragen. Ist unpassender Zeitpunkt. Der Abend kann deinen Anblick ertragen. Ach so, wir haben falsche Uhrzeit oder was? Wir haben 9 Uhr morgens. Du kannst dich hier nicht ausruhen. Oh. Geh mal hier raus, vielleicht können wir uns draußen ausruhen. Da ist noch so ein Regal, das können wir auch nochmal gucken, ob wir das looten können. Das machen wir auch mal eben. Ja gut, Ghule, vielleicht können die kein Tageslicht ertragen. Ich kann mich nicht erinnern aus den anderen Fallout-Teilen, wie das so war. Ja, ach, der Kühlschrank ist abgeschlossen. Das können wir ändern. So. Jawohl, du knackst das Schloss des Kühlschranks. Da, oh. Wofür sind die Dinger? Nur für Licht? Hm. So, die Shotgun können wir behalten. Ist mir zu schwer. So, schade, ich hatte ja noch auf irgendwelche Heftchen. Also keine Schmuddelheftchen, sondern Skillheftchen gehofft. So, auch wenn die Tage im Ödland einsam werden. So, hier hätten wir noch ein Regal zumindest. Und das sind einfach nur random Ghule hier. Gehe ich jetzt mal von aus. Wir gehen raus. Und versuchen hier zu rasten. Also nicht rasten, sondern Zeit vertreiben. So. Kann man das machen? Ah, ey. Kann ich wenigstens in der Kanalisation. Muss ich jetzt echt wieder runterlatschen, nur um einmal zu rasten? Erste Frage. Und zweite Frage: Gibt es hier keinen Händler? Hier ist noch ein Gebäude. Da gucken wir nochmal eben kurz rein. Ja. Hier sind random. Oder da machen wir lieber einen Bogen drum. Nicht, dass sie Feral sind und uns dann gleich angehen. Das wollen wir nicht. So, was haben wir hier? Wache der Ghoul Gang. Wache. Ein Ghoul. Wache. Wache. Ghoul Gang Mitglied. Hier geht's runter. Mhm. Hier gibt's theoretisch Regale. Sogar mehrere. Ich muss mal die Knarre wegpacken, damit er schneller die Sachen durchsucht. Aha! Dietriche, habe ich noch 2. Weiß ich nicht. Brauche ich dann wahrscheinlich nicht. So meine Vermutung. Wir gucken dann doch auch mal hier runter. Ob das einer der Wege ist, den wir schon irgendwie kennen. Ja. Den habe ich nur jetzt zigmal beim Vorbeilaufen übersehen. Clever. Kann ich hier rasten? Nee, war falsch. Obwohl, wir können mal eben gucken. Was machen wir denn? Öffnen auf 100 nochmal, damit wir das eigentlich... Damit sage ich, sind wir fertig. Wir machen Reden auch auf 100, dann sage ich, wir sind damit auch fertig. Und wir machen einmal noch kleine Waffen. Wobei, das ist eigentlich auch okay. Dann würde ich fast, ich überlege, Energiewaffen. Große Waffen, so Gatling und Raketenwerfer interessieren mich nicht. Energiewaffen, weiß ich, kommen im Spiel noch vor, später, meine ich jedenfalls. Nehmen wir mal. Okay. Zack. So, achso, wir wollten aber jetzt sagen. Ah, ja, sehr gut. So, sagen wir mal 18 Uhr, also 9 Stunden müssten wir irgendwie bis zum Abend, ja, auch so ist ja super. Zack. Ach, Erste Hilfe wäre auch ein gutes Skill gewesen, dann wäre auch eine Sache, die man mal machen könnte, damit wir uns besser heilen können. So, jetzt gucken wir nochmal. Also hier ist auch nichts. Ja, dann gibt es hier von der reinen Örtlichkeit eigentlich nichts mehr zu tun, es sei denn, wir lassen uns mit den Mutanten ein, was wir definitiv nicht tun werden. Wobei ich mich immer noch frage, wo denn der Eingang in das Mutantenreich ist. Aber wir reden jetzt nochmal eben mit Z. Sollen wir mit denen mal reden hier? Ah, okay. Oh, hier gibt's was zu looten. Nehmen wir mit. Nein, hier gibt's nichts zu looten. Da klemmen wir uns auch den Rest hier. Wir reden aber nochmal mit Z. Noch immer hier? Warum reden Normalos dauernd, anstatt ihre Knochen zu bewegen? Aus jetzt. Geh. Handeln. Ha, tatsächlich geht das sogar. Munition hat er? Sonst nichts. Kann ich die Munition gebrauchen? Ich habe schon wieder... Ich habe von der Munition schon so viel. Okay.
Ich dachte, du bist irgendwie froh, dass ich irgendwie dir mit deiner doofen Pumpe geholfen habe. Ah, noch. So, wir hauen ab. So eine Übersichtskarte über den Ort haben wir, glaube ich, nicht. Ne? Man kann Tab drücken, dann ist man einfach nur in diesem Ding hier drin. Man kann den Scanner, den haben wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, was der bringen würde, wenn wir ihn hätten. Nekropolis, Halle. Das ist die Halle hier quasi. Und hier geht's raus. Einfach raus aus Nekropolis. Okay. Ja, ich würde sagen, sollen wir bei den Raiders mit uns mit den Raiders nochmal anlegen? Können wir eigentlich machen, wa? Da haben wir ja noch eine kleine Rechnung zu begleichen, könnte man sagen. Oh. Es geschehen Dinge. Furchtbare. Oh, nee, gar nicht. Gibt was zu looten. Oh, oder auch nicht. Interessant. Sonst ist ja auch nichts, ne? Ne. Einfach eine tote Frau, die hier rumliegt. Random. Tja. Dumm gelaufen, könnte man sagen. Zack. Jetzt ist hier so ein schwarzer Fleck in der Mitte, ne? Oh, da sehe ich schon wieder meinen inneren Monk getriggert. Naja. Die Zeit vergeht. Schon wieder. Ein Encounter. Ein einzelner Aua. Ein einzelner Aua. Ein einzelner Ratskorpion. Kriegt einen auf die Augen. Und lebt. Kritisch getroffen für 12 und lebt. Okay. Dogmeat regelt jetzt. Komm. 4, 4, zack. So, wir wissen, dass sie nichts Vernünftiges dabei haben, deswegen hauen wir direkt ab. Ich würde gerne wissen, ob Ian jetzt wieder voll geheilt ist. Ob der sich da irgendwie was Gutes getan hat, quasi. So, und wir sind da. Raiders. Khans. Basis. Wir machen mal eine Speicherung. Ne? Denn ob das hier was gibt, wissen wir noch nicht. Wir laden mal nach. Auweia, ein Geist. Genau, ach ja, die hielten mich ja, glaube ich, für den Vater des Anführers hier, nämlich namens Deathhand. Hi. Der hat auch eine Metallrüstung an. Zack. Ich habe dich umgebracht. Das hättest du nicht tun sollen. Erzähl mir nicht, was ich hätte tun sollen, Vater. Ich regiere jetzt über die Khans. Du bist nur noch Futter für die Würmer. Handeln. Ach, übrigens, du hast da irgendwie. Ne, okay, hat er nicht. Ich bin noch am Leben. Ich sehe dich vor mir stehen, aber ich kann es einfach nicht glauben. Was willst du? Ich will, dass du von deinem Regierungsposten zurücktrittst. Niemals. Okay. Naja, gut. Aua. 5 Trefferpunkte, das geht noch. Ich zeig dir mal, wie das geht. Hier, in die Augen. Bumm. So, 33 Treffer ist blind, hat eine beschädigte Rüstung und verliert den nächsten Zug. So, der ist schon mal fertig. Mit der Welt. Frischfleisch. Aua. Hör auf, auf mich zu schießen. So, Taiko, bitte halt dich zurück, ey. Garl. Das war doch mal ein Treffer. Für 9 Trefferpunkte ist gut. Mein Auge, mein Augenlicht für deinen Tod. Weiß ich nicht. Zack. Tschüss. Läuft. Er schießt wieder mal voll daneben. Ist auch schwer zu treffen. Boah, Dogweed teilt sowas von aus, ey. Krass. Wo ist Ian eigentlich? Ist er wieder hier vorne irgendwo? Haben wir den wieder zurückgelassen? Ich sehe ihn nicht. Ist er schon tot? Ist er verdurstet in der Wüste? Ich weiß es nicht. Es blinkt auch hier nirgendwo. Warte mal, ist er das hier vielleicht? Sonst steht er gerne mal so am Eingang irgendwo rum, aber irgendwie ist er weg. Naja, gut, ist halt so, wie es ist. Ja, wir müssen jetzt, leider muss ich ihn nochmal anschießen hier. Das ist wirklich doof, weil ich denke, der hat nicht mehr viel. Aber ja. Hat sich erledigt jetzt. Gefangene, ey, du hast allen Ernstes eine Gefangene getroffen. Wieder mal Taiko an deinem Ziel vorbeigeschossen und einen unschuldigen Bystander erwischt. Ey, wie dämlich kann man sich denn anstellen? Oh, da wird gekämpft da oben. Ich glaube, Ian ist da. Oh shit. Oh ja, Ian ist da oben. Eieieiei, das ist nicht gut. So, wenn Taiko alleine ist, kann er auch niemanden. Ach, jetzt haut Dogmeat auch noch die Gefangene kaputt.
Alles umsonst. Ian hat voll daneben getroffen. Hey Ian, wie wär's denn, wenn du eine dumme Knarre ziehst und nicht mit deinem doofen Messer da oben hantierst, ey? Was ist eigentlich mit dir los? Jetzt muss ich gleich neu starten, weil Ian sich hat umbringen lassen, oder? Weil die Leute hier die Gefangene irgendwie umgebracht haben, die hier lief. Ach, naja. Naja. Ian läuft weg. Ja, ist vielleicht besser so. Neu formieren. Ja, läuft mal schön weit weg. Das finde ich gut. Immer dem Ian hinterher, dann kann ich euch schön nachher easy pickings mäßig mal schön mit meinem Gewehr. Taiko trifft ja auch gar nichts, ne? Also so gar nichts. Naja. Aber er hat zu tun da unten. Dogmeat und er haben zu tun, aber das schaffen die auch. So. Wie sieht's aus hier? 95% Auge, ja. Boom. Tschüss. Ja. Die beiden machen das. Jawohl. Wieder eine tot. Ja. Schönes Ding. Ah, die läuft weg. Da läuft die, ist der andere gefangen noch. Wollt ihr die nicht auch umbringen? Die hat ja schließlich sich hier, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie ist denen da unfreiwillig zu Diensten gewesen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und in eurer komischen, verdrehten Welt ist das vielleicht Kollaboration oder sowas. Da denken die, ich werde endlich gerettet und dann werden sie erschossen. Was macht ihr denn wohl eigentlich? Also außer vielleicht sterben gleich. Wieso benutzt er die Stimpacks eigentlich nicht, die ich mir gegeben habe? Alles gute Fragen. Kann ich auch bis dahin schießen? 95%. Aber jetzt nur noch auf Kopf. Haha, aber reicht. Ich bin gar nicht im gleichen Bildschirm. Aber wegsnipern können wir ihn trotzdem. Sehr schön. Irgendwo wurde gerade ein Raider gekillt. Tötet diesen Idioten. Ja, also Unrecht habt ihr nicht, ne? Was soll ich sagen? Ein Idiot ist er irgendwie. Wenn er jetzt mal umdrehen würde. Ne, komm, ich hier. Laufe weiter. Läuft er einfach hier raus? Ja, weg ist er. Leute? Wo wollt ihr denn hin? Ihr läuft einfach, laufen einfach alle aus dem Bildschirm raus. Außer er. Er lässt sich nochmal kritisch von mir treffen. Aha. Talia benutzt Stimpak. Wer ist Talia? Ach, jetzt kämpfen die noch. Außerhalb der Karte kämpfen die noch. Hier sieht man, Ian wurde für 5 Trefferpunkte getroffen. Bist du Talia? Ne, Raider. Wer ist Talia? Oder Tolia, oder was? Egal. Kopfschuss. Ah. Doch Tolia. Also der hat einen Namen, der Kollege. Ja, die Raiders kämpfen noch immer gegen Ian. Ich bin gleich mal sehr gespannt. Bin gleich mal sehr gespannt, ob der Kampf überhaupt zu beenden ist, wenn die nicht hier drin sind. So, jetzt hier. Tschüss. Zack. Ja. Taiko hat voll daneben getroffen. Ach, da unten sind noch welche. Ach, da unten sind ganz viele noch. Das wird gleich voll stressig, gleich looten zu müssen hier. Taiko, du bist der beste Mann, wirklich. Der beste Mann. Die merken noch nicht mal so wirklich, dass sie angegriffen werden gerade. Ja. Ian rennt auch noch, glaube ich, immer noch weg. Taiko steht da einfach und schießt mal ums Mal daneben. Ist das dämlich oder ist das dämlich? Ich glaube, das ist ziemlich dämlich. Und ich glaube, aha. Jetzt merkt Petrox auch, dass er angegriffen wird. Ah ja, genau. Ich darf dich töten, ja. So, Ian ist tot. Ja, ist halt so. Das Ödland ist ein hartes Pflaster. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Hatte Ian irgendwas Wichtiges? Nee, ne? Das ist halt einfach so. Da muss man manchmal muss man mit seinen Entscheidungen auch irgendwie leben. Und wenn Ian wegläuft wie so ein Dummbeutel, dann stirbt halt auch wie ein Dummbeutel. Nicht ganz. Nee, schlaues Sprüchlein noch auf Lager. Zack. So. Aus meiner Sicht ist der Kampf vorbei. Okay. Sehen wir alle so. Finde ich gut.
So, was wir mitnehmen, ist der Speer. Und natürlich die Caps hier. Und vielleicht auch die Messer, weil wir die vielleicht ganz gut verkaufen können und die nichts wiegen. Den Speer nehmen wir aber hauptsächlich mit, weil wir ihm den geben können. Weil ich meine, er hätte gesagt, er könnte mit Speeren umgehen. Ich werde es jetzt nicht kontrollieren, weil mich der Speer auch selber überhaupt nicht interessiert. Aber wir geben ihn einfach mal hier. Zack. Bitteschön. Freu dich. Ein gutes Geschäft. Ja, wenn du das so siehst, ist ja gut. Sind wir alle zufrieden. Vergiss es. So, trotzdem müssen wir natürlich jetzt hier... Jawohl, Desert Eagle nehmen wir mit. Munition nehmen wir mit. Rest kannst du behalten. Wir reden mal mit der Gefangenen hier. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja. Ganz gerne geschehen eigentlich. Sorry, dass wir deine Freundin umgebracht haben. Oder Mitgefangene. Weiß ja nicht. Vielleicht konnte die euch auch nicht leiden oder so. So. Ah, zu schwer. Können wir was ablegen, was, genau, zum Beispiel diese Spieße, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, wofür man sie braucht. Auch den Beutel haben wir bis jetzt irgendwie nie so richtig gebraucht. Ich glaube, es reicht auch einer von diesen Dingern. Reicht das schon eventuell? Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, was mehr wert ist, ein Desert Eagle oder ein Arztkoffer. Ne? Naja, egal. So, hier Stimpak auf jeden Fall. Ein paar Deckel nehmen wir auch mit. Den Rest, ja, vielleicht die hier noch. Ja. Gab es in Shady Sands, da könnte ich jetzt nochmal durchgehen, gab es in Shady Sands einen Händler? Ich kann mich gar nicht erinnern so richtig. Es gab den Arzt. Oh, was war denn hier? Ja, nehmen wir mit. Zack. Es gab den Arzt in Shady Sands, der bestimmt auch was zu handeln dabei hatte. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr an erinnern, einen Händler da gesehen zu haben. So. Zack. Ich glaube, das ist ein anderer, genau. Die sind bestimmt auch was wert und wiegen dafür recht wenig. Knarre kannst du behalten. Munition nehmen wir nicht mehr mit. Ja, ist halt so. Hier oben ist nochmal interessant. Der hat nämlich eine Metallrüstung, die wir jetzt auch werden nicht mehr mitnehmen können. Genauso wenig wie den Schiss. Haben wir noch eine... Es war das hier weg. Wofür, was war das noch gleich? Achso, CD mit Standort vom Vault. Hm. Das lassen wir auf jeden Fall hier. Können wir die mal mitnehmen? Ne. Dann packen wir nochmal eben, weiß nicht, zum Beispiel den Geigerzähler weg. Können wir jetzt das hier mitnehmen? Nein. Och, ich will das eigentlich nur Taiko geben. Das tun wir weg. Alter. Mittlerweile ein bisschen genervt. Das ist doch nicht wahr. Sie haben Bottle Caps ein Gewicht? Ich weiß es gar nicht. Komm, hier die Dinger tun wir komplett weg. Jetzt aber. Ey. Was ist denn jetzt noch? Die Granaten? Das Feuerzeug? Keine Ahnung, das erscheint mir einfach sinnvoll, ein Feuerzeug zu haben. Dieses doofe Messer brauchen wir nicht mehr. Jetzt, du kannst das nicht aufheben. Ich krieg die Vollkrise. Hier, die sieben... Die sieben Wurfmesser. Nein, die zwei Desert Eagles. Alter, ist das Ding schwer. Ja. So, Taiko. Bleib stehen, halt still, was auch immer. Handeln. Obwohl die anderen Räuber gleich wiederkommen. Bieten. Ich glaube nicht, dass er das wirklich benutzt, das Ding, aber ist egal. Zieh deine beste Waffe, klar doch. So. Vergiss es. Hat sich nicht geändert. Habe ich mir schon gedacht. So, wir nehmen Desert Eagle mit. Wir nehmen dieses Ding mit. Wir nehmen den Geigerzähler mit, weil wir den wahrscheinlich noch brauchen werden. Gehe ich mal von aus jedenfalls. Wir nehmen die beiden weiteren Desert Eagles mit. Wir nehmen Munition immer mit. Wichtiger als zum Beispiel die doofen Wurfmesser. Die wir aber auch mitnehmen können noch. Die Rüstung. Oh, den. Ne. Ich weiß nicht, was Mehrwert ist. Keine Ahnung. So, gucken wir nochmal hier. Ah, da haben wir noch eine Kiste. Habe ich gar nicht gesehen erst. Molotow-Cocktails. Hört sich auch nicht schlecht an, ne? Können wir die mitnehmen? Ne. Wir lassen die Rüstung hier. Klick, 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 klick.
Nehmen die Molotow-Cocktails mit. Ja, guter Tausch. Hier ist noch eine Kiste. Kühlbox oder was? Nix drin. So, hier waren, hier oben waren noch Leute. Das sind alles, also. Oh, die arme Gefangene. Die lupen wir auch. Hat nix. Okay. Hier nehmen wir mal die Bottle Caps zumindest mit. Die, auch eine Desert Eagle, krass. Dann von der auch. Und dann auch die Munition. Und dann haben wir, glaube ich, soweit alles. Mehr gibt es hier nicht zu tun. Ian ist halt tot. Da können wir nichts dran ändern. Die lassen wir in Frieden ruhen da, die Kollegin. Dann gehen wir nach Shady Sands und vielleicht können wir denen noch sagen, liebe Leute hier, die Raiders, die euch so Probleme gemacht haben, die sind tot. Das liegt ja eh quasi auf dem Weg hier. Ja, echt jetzt? Das ist Ian. Nein, das ist nicht. Was ist das denn? Irgendwie kleine Viecher. So Art, Was? Okay, 16 Punkte und trotzdem noch lebendig. Ich hätte jetzt gedacht, die sind so auf einer Ebene mit Ratten. Okay, tot ist es. Gottesanbeterin, ja. Hätte Heuschrecke gedacht, aber Gottesanbeterin funktioniert auch. So. Taiko lässt Dogmeat am Leben. Fünf. Zwei. Naja. Ich glaube, ich treffe gut genug, um Dogmeat da keiner Gefahr auszusetzen, wenn ich da mal Hand anlege. So. Okay. 280 Erfahrungspunkte. Na gut. War ja auch nicht schwer. Aber der Typ hier, der hat jetzt... ja, guck. Ein bisschen was dabei. Danke. War doch nicht Ian. Oder vielleicht doch. Haben sie ihm seine Jacke noch geklaut. Bevor sie ihn im Staub haben liegen lassen. Ich weiß auch nicht, was mit dem nicht stimmt. Ey, der hatte Waffen ohne Ende. Ne? Ich habe ihm eine Rüstung gegeben, hat er alles nicht benutzt, weil er zu cool dafür war oder was. Ich weiß es nicht. Ja, schön. Was soll ich sagen? Dämlich einfach. Also, oh, sorry. Ich will die Waffe gar nicht. Ich glaube, die waren ja nicht so davon überzeugt. So, Red Scorpions vernichtet. Jawohl, das war's. Danke. Was ist mit dir? Ich hoffe, kann ich dir etwas helfen? Hilf mir bitte. Hilf bitte? Ich würde dir gerne helfen. Achso, ne. So, momentan alles. Ich kann ja mal zum Arzt gehen. Die sieht irgendwie anders aus. Tandy. Tandy? Wer ist Tandy? Hi. Ich hörte, es sei ein Reisender im Ort, aber war etwas skeptisch, bis ich dich sah. Okay, ich hörte, es sei ein Reisender im Ort, aber ich war etwas skeptisch, bis ich dich sah. Ich bin Tandy und du? Haben wir uns nicht schon mal unterhalten? Ich weiß gar nicht mehr. Ich heiße Non. Magst du unseren kleinen Ort? Magst du unseren kleinen Ort? Gelangweilt? und wie? Nee. Ist wahrscheinlich ganz okay, denke ich. Nun ja, du lebst nicht hier. Man kann hier nichts Gescheites tun und glaub mir, Brahma tippen wird ganz schnell Fahrt. Warum gehst du nicht einfach weg von hier? Ich weg? Schön wär's. Ich weiß zu wenig, um allein zu gehen. Keiner will mit. Und mein Vater sagt, er kriegt einen Herzanfall, wenn was passiert. Schwierige Lage. Kann ich vielleicht etwas fragen? Ich war noch nie woanders. Okay. Nicht, wie ich helfen kann. Na gut, kann man handeln mit dir? Nicht wirklich. Ach, reden. Das war schon, danke schön. So, ja, vielen Dank, bitteschön. Tandy. So, einmal mit dem Bürgermeister reden, ob der wenigstens mal irgendwie zur Kenntnis nimmt, dass ich die... Kann ich dir dienen? Ne. Auch der hat anscheinend nichts Neues zu erzählen. Naja, dann überlege ich gerade, ja, so ein paar Desert Eagles loszuwerden, wäre schon cool, ne? War hier unten der Arzt? Ja. Ja, da stand einer und jetzt nicht mehr. Da ist er. Ein Bauern. So, du warst der Arzt, ne? Rotzler, Rassler, ich brauche Heilung, ich bin vergiftet worden. Nichts, handeln. Du schon wieder, sagt er nur. Ach, der hat ja auch nichts, ey. Egal, dann gehen wir halt. Das war ein Schuss in den Ofen. Ich hätte jetzt schon gedacht, ganz am Anfang, weiß ich mich noch, die haben sich über die Ratskorpions beschwert und über die Banditen beschwert. Und die haben ja sogar den Spot auf der Karte quasi gezeigt. Also hatte ich jetzt schon irgendwie erwartet, dass die dann auch irgendwie darauf reagieren, wenn ich die Banditen umlege. Ich meine, ja gut, streng genommen habe ich es ja nicht alle umgelegt, aber zumindest ihren Anführer, das wird ja wohl im Sinne der Spielmechanik als geklärtes Banditencamp zählen. So, zurück nach Hause quasi. So, ich mache jetzt hier den Wasserchip rein, dann machen wir die Tür wieder zu und bleiben nochmal 100 Jahre da drin. Ach, guck mal, die kennen wir doch schon, die Kollegen. Und
Scheiß auf Supermutantenplage oder sowas. Wie interessiert's? So. Dass die einen Schuss überleben, finde ich nicht in Ordnung. Ganz ehrlich nicht. So. Die machen erstaunlich menschliche Geräusche. Beim Sterben, jedenfalls. So. Ja, solche Kämpfe sind irgendwie einfach nur lästig, ne? Man kriegt keinen Loot, man kriegt fast keine Erfahrungspunkte. Es zieht sich aber auch irgendwie dann trotzdem hin. Weil man halt trotzdem mehrere Runden quasi braucht. Und ja. Unnötig irgendwie. Zack. Fertig. Fertig. Den Kollegen looten, der wahrscheinlich das gleiche Equipment hat wie gerade. So ist es. So. Und tschüss. Achso, man kann auch mal eben laden. Zack. Und tschüss. So. Das ist ja wirklich westlich in den Bergen. Ich dachte, das wäre immer nur so. Ich meine, gut, hab jetzt, konnte man ja auch sehen, ganz am Anfang schon, ganz klar. Aber ich hatte schon. Höhleneingang, Eingang, Unterkünfte, Kommandozentrale, Eingang. Okay. Ich kann mich, wenn ich ganz ehrlich bin, überhaupt nicht mehr daran erinnern. Hier haben wir angefangen, ja. Überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass man hier wieder reingehen konnte. Tatsächlich. Ein Vault 13 Bürger, ein Vault 13 Bürger. Ein Vault 13 Bürger, ein Vault 13 Bürger. Okay, das sind den Sanitätern des Vault 13. So, den gehen wir mal hin. Auf dem was zu erzählen. Warum glaubst du, dass man hier drin eine Waffe tragen muss? Ach Herrgott, noch eins, ey. Ich guck mal von draußen. Sorry. Du könntest mehr Informationen von diesem Terminal bekommen, wenn du wissenschaftlich hervorgehen würdest. Ja, ist nicht meine Stärke. Gebe ich gerne zu. Können wir es einfach nochmal versuchen? Ne, okay. Tatsächlich kann man hier diese Terminals mit Wissenschaft benutzen. Das ist ja ein Ding. Würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das Wissenschaft einsetzen könnten. So, hier befindet sich das medizinische Notlabor der Vault. Hier werden alle schweren Verletzungen und Erkrankungen versorgt. Ein Sanitäter sollte 24 Stunden am Tag Dienst haben. Willkommen, dann. Wie läuft die Suche? Ganz gut. Gut, mach weiter so und sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ja, Bescheid. Diese Person handelt nicht mit dir. Ja. Du bist super hilfreich, danke. Gut, ich bin jetzt auch nicht verletzt. Vielleicht wäre das anders gelaufen, wenn ich verletzt gewesen wäre. Was ist das? Bett. Achso, okay. Achso, das gehört zu. Ja, okay. Das, jetzt verstehe ich es auch. Ja, dann gehen wir mal, dass die Türen zwischendurch immer wieder zugehen. Das ist ultra nervig. Ich klicke hier irgendwo in die Gegend und erwarte, dass ich da hinlaufe, aber es passiert tatsächlich gar nichts. Naja. So, dann gehen wir mal in Ebene 2. Gibt es niemanden, der so sagt, ey, Mensch, Non, cool, dass du wieder da bist. Hier, Redhead. Cindy. Die Cindy. Das ist gar nicht, alle sehen gleich aus, aber die Rothaarige hier, die hat eine andere Haarfarbe, hat auch einen Namen. Das ist kein Red Shirt, sondern Red Hair. Hallo, Non, hast du schon den Steuerchip gefunden? Wieso sagst du noch nicht? Ich habe doch einen Steuerchip. Noch nicht, aber ich werde ihn finden. Übrigens, wie geht es dir so? Ich habe Angst, jemand hat Wasser gestohlen und nun sind alle ziemlich nervös. Wer tut denn sowas? Einige sind des Diebstahls beschuldigt worden und Kämpfe sind darüber ausgebrochen, aber niemand weiß etwas Genaues. Okay, danke. Aber wieso sagst du denn noch nicht? Ich habe doch den Steuerchip im Inventar. Was ist das denn? Moment, das ist aber jetzt ungünstig. Hier ist noch eine Rothaarige, hat die auch einen Namen? Tatsächlich. Therese hat auch einen Namen. Hier ist noch eine Rothaarige. Ne, die hat keinen Namen. Hier ist ein Verärgerter. Ein Aufgebrachten. Wer war denn jetzt aufgebracht? Achso. Die war auch. Wir reden mit Theresa. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern von meinem Playthrough in den 90ern, dass man hier in den Vault zurückkehrte. Ob ich den Steuerchip nie gefunden habe? Ziemlich gut, danke. Freut mich, das zu hören. Ich wusste, dass die Außenwelt nicht so schlecht ist, wie jeder behauptet. Unsere Vorfahren haben da draußen gelebt, nicht wahr? Aber der paranoide Aufseher lässt uns nicht raus. Naja. Der Aufseher versucht nur, uns zu schützen. Wenn man nicht darauf vorbereitet ist, ist die Außenwelt gefährlich. Das stimmt. Schon möglich. Ich dachte immer, er wäre einfach nur auf eine Art Machttrip. Aber er wäre wahrscheinlich nicht der Aufseher, wenn er nicht wirklich um unser Wohlergehen besorgt wäre. Stimmt's? Ich denke, wir kommen mit der Zeit schon irgendwie in einen Steuerchip ran. Keine Sorge, ich werde mich darum kümmern. Ich habe den Steuerchip. Was redest du denn da?
lass mich da so mal rausgehen. Boah, jetzt sind nur die eigenen Leute immer im Weg, sondern auch noch die doofe Tür. So, ey, ich bin ganz verunsichert. Ich habe den doch im Inventar, den Steuerchip, ne? Also jetzt wie, ja, noch gar schon 100 Mal gesehen ist er doch. Steuerchip, ja. Ja, keine Ahnung. So. Schön, dich wiederzusehen. Also, sie ist verärgert. So, hallo, wie läuft die Suche? Ganz gut. Also, das hört man noch gerne. Mach weiter so. Okay. Gut. Hier kann man jetzt auch nicht mit den Leuten irgendwie reden. Also, gehen wir eine Etage tiefer, höher, was auch immer. Auch das Taiko, ne? Der ist wahrscheinlich zum allerersten Mal in seinem Leben in der Vault. Sieht hier Technik, die noch funktioniert. Ach, Mist, das war falsch, ne? Ja. Technik, die noch funktioniert, hat nichts dazu zu sagen. So, jetzt aber. Da ist doch bestimmt der Aufseher. Könnte der Kollege sein hier? Nein. Niemand hier. Nein. Die Rothaare. Ach, er wahrscheinlich, ne? Ja. Dass er so erhöht sitzen ist. Irgendwie bedauerlich. So, hier gibt es also wirklich jede Menge Leute auch tatsächlich. Ich hoffe, die haben alle nicht einen Namen oder sowas. Sonst würde ich mich verpflichtet fühlen, mit denen zu reden. Und da habe ich eigentlich wenig Lust zu. Das ist kein Computer, das ist ein Typ. So, die sind alle geklärt. Der ist auch normal. Also was heißt normal, ne? Namenlos. Alle namenlos. Er auch. Sie auch. Dann wäre noch hier. Offizier, okay. Bürger. Er war auch nur ein Bürger, genau. Was ist das hier? Ah, das ist ein Stuhl, klar. Rothaarige, trotzdem nur ein Bürger, okay. Mit der Offizierin können wir reden. Wir können natürlich aber auch erstmal hier unseren eigenen Vault beklauen. Das haben wir uns, glaube ich, verdient, würde ich mal sagen. Wir sind ja einfach so erkoren worden, rauszugehen in die gefährliche Welt. So, hier befindet sich der Vorratsraum. Er sieht leerer aus, als du dich erinnern kannst. Die Vorräte der Vault müssen schneller zur Neige gehen, als du es dir hättest vorstellen können. Ja gut, aber jetzt haben wir jemanden da, der Bescheid weiß, wie es draußen so aussieht. Wasserflasche, ne, die kannst du behalten. Obwohl die schon sehr stylisch ist, ne? So ein Flachmann mit der Vault 13 Symbolen. Ist das überall nur Wasser hier? Haben die nicht irgendwie Knarren oder sowas? Das brauchen wir auch eigentlich nicht. Nope. Wir gucken trotzdem in jedes Teil rein hier. In der Hoffnung, dass man irgendwie was doch noch findet. Guck mal, Dogmeat, zum Beispiel. Braucht ihr nicht, ne? Also hier kann sich ja fast keiner verletzen. Hier drin. Und ich muss ja nicht nur euch den Steuerchip besorgen, ich muss auch irgendwie verhindern anscheinend, dass die Mutanten die ganze Welt mutieren. Außer Vault 13, wenn ihr wieder zumacht, klar. Hier ist das Sicherheitsbüro. Ein Beamter hat hier immer Dienst, du weißt aber nicht warum. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich was für dich tun? Ja, ich brauche ein paar Waffen. Der Aufseher hat es mir nicht erlaubt, die Waffenkammer zu öffnen und dir weitere Waffen auszuhändigen. Was heißt denn ihr weitere? Ihr habt mir, glaube ich, ein Messer gegeben oder so. Ne, eine Pistole. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Bitte, ich brauche sie wirklich. Nein, das kann ich nicht machen. Okay. Naja, gut. So, ansonsten war hier alles random. Wir gehen zum Aufseher. Der Aufseher. Hallo. Hast du den Chip? Hast du den Chip? Ja. Ja, aber wir sollten überlegen, ob wir die Vault-Bewohner nicht doch nach draußen bringen. Ja. Nun, du hast dir das ehrlich verdient. Doch zuerst das Überleben. Gib mir den Chip und wir reden, wenn du deinen Bericht abgibst. In Ordnung. In Ordnung. Sekunde. Der Chip wird initialisiert. Hier, hier und hier. Jetzt geht's los. Selbsttest ist grün, Reboot ist okay. Ha, es klappt. Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Haha. Der Aufseher seufzt vor Erleichterung. Du hast uns gerettet. Gut gemacht. Ja, gern geschehen. Du hast die Vault gerettet. Du kannst stolz auf dich sein. Jetzt brauchen wir deinen Bericht. Gib ihn uns in der Bibliothek. Bitte geh dorthin. Okay. Palim, palim. Oh. Level. Du legst deine Berichte im Computersystem der Bibliothek ab. Du solltest zum Aufseher gehen, um den Fortschritt deiner Mission zu besprechen. Da kommt Taiko angelaufen. Kommt er durch die Tür? Ja. Also hier ist aber niemand, mit dem ich noch irgendwie interagieren kann sonst. Alter. So, warte mal, was? Dies ist die Vault-Bibliothek. Lernmaschinen sind an den Zentralcomputer angeschlossen. Sie bringen den Bewohnern Wissen und Fähigkeiten bei. Moment, so auch mir? So, du fummelst ein bisschen am Computer herum, doch es sind wissenschaftliche Kenntnisse nötig, um irgendwas Nützliches zu erfahren. Hätte ich jetzt hier am Computer Skill Gains kriegen können? Naja, was soll's. Was soll's. So, wir haben schon wieder ein Level gemacht. Wie schön ist das denn? Achso, es ist immer noch nicht so, dass man da draufklicken kann. Was sollte... So, wir könnten jetzt. Ich glaube, kleine Waffen reicht. Öffnen reicht, reden reicht eigentlich auch. Ja, Wissenschaft, naja. Handeln...
Naja, gut, wäre natürlich schon mal ganz nett, aber wir gehen jetzt, glaube ich, als nächstes auf Energiewaffen. Jetzt kostet es natürlich auch ordentlich. Wir gehen auf Erste Hilfe. Da gehen wir mal auf 50 hoch. Zack. So. Und den Rest machen wir auch in Energiewaffen rein. Zack. Okay. Ja, dann jetzt wieder zurücklatschen. Das sind so Steps in so Spielen, wo ich mich frage, wofür war das jetzt gut? Warum wurde ich jetzt vom Aufseher wegteleportiert, um jetzt doch wieder hinrennen zu müssen, ohne dass ich da was gemacht hätte? Gut, vielleicht ist das jetzt die Art des Spiels, mir mitzuteilen, hier kannst du was lernen in der Bibliothek, so als kleine Belohnung vielleicht auch, wenn du Wissenschaft geskillt hättest. So. Ich wollte dir so nur sagen, dass die Wasservorräte stabil sind. Wir füllen gerade die Reserven aus. Auf, du warst toll, da wäre nur ein kleines Problem. Welches? Mich stören deine Berichte. Das heißt, der Inhalt der Berichte. Hey, sie haben mich zu Tode erschreckt, wegen der Mutanten. Ich habe ein bisschen gerechnet und, naja, das Ergebnis klingt nicht so gut. Was ist das Ergebnis? Die Zahl der Mutanten ist größer, als durch natürliche Fortpflanzung oder Mutation möglich ist. Deshalb glaube ich verstehe es nicht ganz, aber anscheinend erzeugt jemand neue Mutanten und das verdammt schnell. Ja, das weiß ich schon. Aber gut, ich bin gestorben, was hier drin war. Also weiß ich es offiziell nicht. Interessanterweise habe ich aber auch nur jetzt fünf Mutanten gesehen auf all meinen Reisen, ne? Naja, egal. Da muss es wohl irgendwo ein Labor geben. Genau, und wie du vielleicht schon ahnst, werden diese Mutationen nicht von der Natur hervorgebracht, nicht einmal von der Strahlung aus dem Krieg. Was soll ich machen? Solange jemand so schnell feindliche Mutanten herstellt, steht die ganze Vault auf dem Spiel. Suche und zerstöre das Labor so schnell du kannst. Und ich muss es wieder erledigen. Okay. Ja, dann. Sonst noch was? Sonst noch irgendwelche Bitten, Fragen oder sonst irgendwie? So, kann ich jetzt bitte vielleicht eine Waffe kriegen hier? Danke, dass du den Steuerchip zurückgebracht hast. Er ist wirklich sehr nützlich, wenn es um die Erhaltung der Moral geht und er hält die Leute davon ab, die Gesetze der Wall zu brechen. Okay. Jetzt nochmal unter uns Pastorentöchter, ne? Ist das die Tür, die Sicherheitstür? Und wenn ja, können wir die öffnen? Halt, du hast hier keinen Zutritt. Okay. Ja, diese Person handelt nicht mit dir. Kann ich vielleicht jetzt nochmal fragen, ob ich mehr Waffen kriegen kann? Du siehst den Aussehen, das ist mir schon klar. Da kannst du nicht hin. Ich will nicht dahin, ich will mit ihm reden. Ist das Ist das Mutantenlabor schon entdeckt oder hat man es gar schon zerstört? Nee, ich weiß irgendwie nicht weiter. Noch nicht, aber es geht voran. Gut, aber mach schnell. Okay, man kann auch hier nicht irgendwie. Blöd. Naja. Blöd, blöd. Also so gar keine Unterstützung. Ein Mutantenlabor zerstören, was ja wohl anscheinend in Nekropolis ist. Aber ich weiß, gut, ich kann mich hinführen lassen, aber ich glaube, da muss ich erstmal noch so ein bisschen in der Welt rumreisen und ein bisschen leveln. Bevor ich das angehe, das Thema. Zack. Ja, dann sag ich mal, tschüss, ihr Noobs, die ihr mir gar nicht geholfen habt mit gar nichts. So. Ja, jetzt sind wir wieder hier in dem Dreckloch. Mit den ganzen Ratten. Muss ich jetzt wieder gegen die doofen Ratten kämpfen, um hier rauszukommen? Das tut ihr mir aber nicht an, oder? Doch, das tut ihr mir an. Ich hab's geahnt, ey. So, dann ballern wir die Ratten mal weg. Tschüss. Kampf. So. Wir laufen einfach weiter. Gar nicht stehen bleiben, gar nicht erst irgendeine Ratte Zeit geben, um sich an uns ranzupirschen. Einfach abhauen. So, und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, ist das hier ein super Cut thematisch. Wir haben den Steuerchip zurückgebracht, das heißt eigentlich die Ursprungsaufgabe ist erledigt. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich glaube, wir waren bei der Brotherhood noch nicht. Wir waren noch nicht im Glow. Und auch nicht im Boneyard. Wir haben zwei Dinger noch nicht aufgedeckt hier. Wir wissen, dass in Necropolis, was das hier ist, ja, das Mutantenlabor ist. Wir wissen aber nicht. Das ist eine große Karte. Oh, das ist das Glow wahrscheinlich. Wissen aber noch nicht, wie wir da hinkommen. Das ist aber eine verdammt große Karte dafür, dass. Gut, ich würde sagen, als nächstes gehen wir vielleicht hier hin. Ich glaube, das ist die Brotherhood. Aber das gucken wir dann mal. So.
Achso, kann ich nicht speichern jetzt hier? Nein, kann ich nicht. Clever. Okay, gut, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Und ja, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch für mein Standardsprüchlein. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge habt ihr eine schöne Zeit. Heute noch einen schönen Tag und dann verabschiede ich mich mit einem Gruß, euer 80.